Zeit für den Start des Qualifyings in den USA. Willkommen auf dem Circuit of the Americas in Austin. Wenn man sieht, wie einige der Wagen die schnellen Kurven angehen, fragt man sich unwillkürlich, wie man das Auto auf diese schwierige Strecke wohl am besten vorbereitet. Gibt man Spitzengeschwindigkeiten den Vorzug vor Grip oder ist die Topleistung in Kurven am wichtigsten? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. In der Tat, Ladies and Gentlemen, willkommen. Welcome from the USA. Der wunderschönsten Strecke der ganzen Welt. Es wird chaotisch. Ich kann die Strecke immer noch nicht. Ich will sie können, aber... Ich krieg die Linie bei den Drecksviehen nicht hin. Ich habe mir sogar Tutorial-Videos angeguckt, wie man die Linie am besten fährt. Wenn ich die so fahre, dann fährt mein Auto überall hin. Entweder ich kann nicht bremsen, die Reifen blockiert, es bricht hinten aus. Es ist zu... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Es macht keinen Spaß. So, erstmal eine Sache, die ich vergessen habe, wie immer. Das Setup speichern, weil das habe ich dann doch ein bisschen modifiziert. Yep. So. Prima. Das hätten wir schon mal. Sonst irgendwas vergessen? Nö, wenn nicht, ist zu spät. Ganz einfach. So, Reifenwahl habe ich diesmal auf Weichwahl. Mit Rot brauche ich es gar nicht erst zu probieren. Wie gesagt, ich krieg die Linie einfach nicht hin. Würde ich sagen, let's go. Einmal rausfahren. Ich habe es mittlerweile auch hinbekommen, endlich, dass ich hier... Ich habe hier hinten diese drei Schaltpedals. Dass der obere jetzt auch mal funktioniert. Ich war aber blöd. Das muss ich auf meine Kappe schreien. Ich bin froh, dass ich nicht schon beim Kundenservice von Fanatec angerufen habe und nachgefragt habe, woran das liegen könnte. Man sollte einfach auch mal auf die Seite gehen von dem optionalen Zubehör. Von diesem Advanced Multi, ich weiß nicht, wie es heißt, Gedöns. Da ist nämlich auch nochmal ein extra Treiber. Den sollte man erstmal installieren. Dann wurde er doch erkannt. Allerdings wird die Taste im Spiel selbst nicht erkannt. Das ist ganz komisch. Weil ich würde zu gerne mein DS da hinten drauflegen. Geht noch nicht. Und sobald das geht, wenn es denn geht, dann kann ich auch mal ein kurzes Video machen, wie ich denn so das Lenkrad so belegt habe. Wurde schon mal danach gefragt. Ne, bei 3 Millionen Knöpfen, da kann man ja auch gerne mal... Nee. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Also bis jetzt geht die Strecke übrigens noch. Ja, die S's sind zwar auch schon ziemlich haarig, aber das Schlimmste kommt gleich erst noch. Also eigentlich ab der nächsten oder nach der nächsten Kurve alles. Hinter mir einer? Nope. So, die geht ja noch, ist eine ganz normale Kurve, ne? Nichts Besonderes, aber dann, hier geht's los. Hier bin ich viel zu langsam. Ich komme hier nicht schneller durch. Hier habe ich untersteuern, dann bricht mir das Heck aus. Hier soll ich eine weite Linie fahren und wenn ich dann so spät bremse wie in den Videos, dann blockieren meine Vorderreifen und ich fahre einfach geradeaus. So, diese Stelle rechts, die geht eigentlich. Ja, das ist jetzt keine Kunst, sie zu durchfahren. Hier sehe ich, ich habe keine Ahnung, wo ich bremsen soll. Ich habe keinen Anhaltspunkt. Und dann sind wir schon hier auf der letzten Kurve, die ein negatives Banking hat. Aber gut. Gucken wir mal, was wir rausholen können. Thank you.
Ja, ist er jetzt schnell oder ist er jetzt nicht schnell? Ich habe keine Ahnung. Aktuell Vierter, aber gut, die Hälfte ist ja noch nicht gefahren. Sah jetzt gar nicht so schlecht aus, ich weiß, aber wenn man zuguckt, kann man das ja nicht fühlen. Und wenn man das fühlen würde, würde man denken, oh, das war langsam. Hier habe ich vor allem viel Zeit verloren in der Kurve gerade. Und der Reifenverschleiß ist... geht eigentlich. Hä? Da kannst du mir sagen, was du willst, aber im Training hatte ich auf eine Runde 8-9% pro Reifen und nicht 3-4, was ja eigentlich komplett normal ist. Diesen Abschnitt hier, diese Kurvenkombination, die ist so ekelhaft. Da fahre ich lieber Ungarn. Tja, mal sehen, was die Zeit so wert ist. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber Hauptsache Top 15, dann der Rest ist egal. Wieso stehen wir denn aktuell damit? Noch relativ... Haha! 1,31... Okay, das sind nur 4 Zehntel. Wo ich die verloren habe, weiß ich. Wo habe ich mich verbremst? Sektor 2. Ah, ne, warte mal, hier. 36,8, 36,5. Boah, das ist es. So, wer kommt denn noch alles? 1, 2, oh gut, 2 Leute. Könnte für 15 reichen. Aktuell 9, 10, 11. Zwölfter. 13. Bottas wird auch noch kommen, da bin ich 14. Eieiei. Ach du Scheiße, das ist knapp. Ich tu noch mal fahren. Ich nehme dieselben Schluppen noch mal, weil minus 2 Zehntel, das kriege ich hin. Das ist mir gerade zu riskant. Das ist mir zu riskant. Ich habe keine großen Erwartungen, ja, aber ich möchte wenigstens Q1 irgendwie überleben. Das wäre schön. Oh, der war knapp jetzt zu der Zeit. Uiuiuiuiui. Mein Ex-Team. So, jetzt darf ich nicht zu viel trödeln. Wie gesagt, die Zeit ist ziemlich knapp. Hoppala, da war der Poller.
Ja, bis jetzt sieht es nicht gut aus. So, haben wir Zehntel rausgeholt, aber ja, gut, bin drin. Viel mehr ist da nicht zu machen. Ja, Sekunde langsamer als... Jo, ist klar. Ach, ich war gleich schnell mit Van Dörnchen. Jo. Das da vorne ist auch gar nicht eng. Was macht Ocon denn da vorne mit? Was spielt denn der jetzt damit? Seit ein paar Rennen. Das ist frech. Also ich meine, schön fürs Team, aber ich will, also, und unrealistisch. Na gut, unrealistisch kann man nicht sagen. Die Entwicklung ist halt, Entwicklung läuft halt weiter. So, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ich fahre raus und gucke, dass ich, was hatte ich gerade gefahren? 1:31,8 oder so, ne? Also 1:31,0. Boah, das schaffe ich niemals. Ich habe so die Befürchtung, dass ich jetzt rausfliege, aber dann habe ich wenigstens freie Reifen, weil das ist gut. Ein Stop hier wird, glaube ich, auch nicht möglich sein.
Aber langsamer. Hat sich eigentlich gut angefühlt. So wird das nix. 32-0, das ist lächerlich. So 31,5, da wäre ich schon mal zufrieden, aber keine Chance. Keine Chance. Ich glaube, das Rennen, das haken wir ganz schnell ab und freuen uns auf Mexiko. Die Strecke, die liebe ich ja. Diese hier, die ist gehört zu den drei Katastrophenstrecken. In Klammern 4. So, wie viel Prozent hat der Reifen? 4,5 ist okay. Weil das wird der Start. Ach nee, Moment, das wird überhaupt nicht der Startreifen. Quatsch. Nee. Tja. Wo verliere ich denn die Zeit? Also überall, das ist schon mal klar. Zum Beispiel gegen Ocon, der ist auch nur 9. Aber ich bin halt fast so gut wie letzter. Wenn Leclerc durch ist, bin ich wahrscheinlich letzter. Wobei, so viel Unterschied ist das jetzt gar nicht, ne? Im ersten Mal so gut wie gleich schnell. Im zweiten verliere ich schon mal. Oh, du verlierst schon mal 4/10 aus rein. Und im dritten, das ist der zweite Sektor. Jetzt ist der zweite Sektor. Warte mal. Geht der. Ich weiß nicht, ich brauche mal so eine Karte. 1, 2. Gehört zum zweiten Sektor, das Teil noch, wo Raikön gerade durchfährt? Oder ist das schon Sektor? Ne, das müsste Sektor 3 sein. Da bin ich ja gar nicht mal so kacke. Sektor 3, dann ist es Sektor 2. Dann ist echt. Da sind so diese scheiß Kurven da. Die S's. Ich brauche mal einen neuen Satz Reifen, Jungs. Ich fahre nochmal. Kann nicht sein. Ah, ich liebe diese Lecks. Ah, eine fliegende Runde, komm. Keinen Bock nochmal zu fahren. Ach ja, der übernimmt ja hier so früh und dann kannst du erstmal 3 Stunden zugucken. Das ist total toll.
Ja. 4 Zehntel. Boah, was sind das denn für Lecks hier? Jetzt ist der Ton wieder komplett verschoben. Dann muss ich das alles wieder zurechtstubbeln. Das macht richtig Spaß, ey. Komm, zurück in die Garage. Nee. Och nö. Ernsthaft. Oh, da hat sich aber noch einiges getan. Ja sicher, das ist klar, weißt du? Ja, 14. Ja. Ocon ist nochmal eine Sekunde schneller gefahren. Ach, der cheatet doch. Weiter, komm. 14. Das war lächerlich. Es war schon froh, direkt hinter Ocon in den Top 10, ja. Und dann nochmal eine Differenz von einer Sekunde rausgefahren. Das ist doch kacke. Das ist doch belastend. Die Strecke, die ist scheiße. Ich kann sie nicht. Die ist blöd. Ich weiß, ich mecker. Zu Recht. Pech im Qualify. Das ist zwar nicht ideal, aber am Samstag gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Halt die Klappe. Auf der Strecke starte ich überhaupt nicht richtig durch. Na, vielleicht habe ich Glück. Ich brauche nur Glück. Weil können tue ich nicht. Die Speed habe ich auch nicht. Aber ich brauche Glück. Ich brauche nur ein bisschen Glück. Vielleicht haben wir das Glück ja morgen. Das war's. Ja. Schönen Samstag. Bis morgen. Tschüss.